Hi, Stefan bei Android Pit. Wir haben uns heute mal für euch Gmail 5.0 angesehen, die neue App, die jetzt gerade erschienen ist. Das heißt, sie ist noch nicht im Play Store, allerdings als APK bereits jetzt erhältlich und wir, wie gesagt, schauen sie uns mal an. Ihr seht sofort, wenn wir das mal vergleichen mit der letzten App, dass das Ganze im Material Design farbenfroher geworden ist. Natürlich haben wir hier unten, wie zu erwarten, den Floating Action Button, der jetzt wirklich so ziemlich jede Google App im Material Design charakterisiert. Ansonsten hier den großen farbigen Balken. Ansonsten hat sich hier auf den ersten Blick nicht so viel getan. Wenn wir ins Menü reingehen, dann haben wir hier neue Schriften, also im Prinzip so die kleineren Veränderungen, die das Material Design mit sich bringt. Eigentlich der Hauptaspekt, den Gmail 5.0 mit sich bringt, ist die Fähigkeit, externe E-Mail-Konten hier einzubinden, so wie wir es bisher nicht ohne weiteres tun konnten. Das geschieht hier über Konten hinzufügen und ihr seht, hier haben wir sozusagen die klassische Auflistung der E-Mail-Konten. Ich habe jetzt beispielsweise hier eine E-Mail-Adresse eingebunden, die vorher über die Stock Android E-Mail-App verwaltet war. Die brauche ich jetzt praktisch nicht mehr, das ist jetzt alles hier drin. Ansonsten haben wir jetzt die neue Ansicht, über die halt praktisch die verschiedenen E-Mail-Adressen hier oben gewechselt werden. Also ich kann die Profile wechseln. Das passiert einfach hier rüber. Ups, ist ja draußen und jetzt sind wir hier drin. Wir können hier oben, wie gesagt, einfach die Profile wechseln und das ist nicht wirklich komfortabel, weil jedes Mal sofort das Fenster verschwindet und das ist gerade für Leute mit der Einhandbedienung, die das mit dem Daumen erreichen wollen, kann etwas schwieriger sein auf größeren Smartphones. Zum Vergleich, früher sah das Ganze so aus. Da haben wir das einfach hier oben über diese Auflistung umgeschaltet. Wie gesagt, die Möglichkeit haben wir jetzt auch noch. Allerdings haben wir jetzt eine etwas grafischere Variante hier, denn ihr seht ja auch, wie im Material Design das nochmal gängig ist, dass Google mehr Bilder reinzieht in seine Apps. Und die Bilder werden hier direkt von Google Plus gezogen. Ja, das ist im Prinzip Gmail 5.0. Wie gesagt, ihr könnt die APK jetzt schon ziehen. Ansonsten wartet ein paar Tage, dann sollte das Ganze auch bald im Play Store für euch verfügbar sein. Das war's.